Hey yo, Leute, Gaming Office hier, Berg am Start, heute ein neues Video und zwar nochmal ein kleines Opening, ist auch wieder gesponsert. Und zwar habe ich heute, ich habe hier mal auf jeden Fall meine Adresse und so mal abgedeckt, aber das Ganze mal kurz auf. Und schmeißen wir da rüber. So. Jetzt schauen, nirgendwo steht Adresse, perfekt. So, und zwar seht ihr hier einmal HD Video Capture und die habe ich gesponsert bekommen. Das habe ich, ist nochmal ein extra HDMI-Kabel, was ich mir bestellt habe. Dann machen wir das Ganze mal hier auf. Ist diesmal nicht eine Elgato, ist von Mirabox. Seht ihr hier? Ich sag, so. Ich sag mal, wenn das Licht mal Fokus auch wieder am Start. Hier, ihr seht hier Mirabox. So. Ist eine Game Capture. Ich packe das Ganze hier mal aus. Support auf jeden Fall von 1080 Pixel auf 60 Hertz. So, wir haben das hier in einer ganz schönen Verpackung. Ist auch nicht so groß, sage ich. Also ich sag mal echt. Auf jeden Fall elegantes Design, ist jetzt geliefert worden vorher, ist auch recht kühl noch. Und wenn es während der Benutzung auch so kühl ist, dann wäre es geil. Ganz normal hier einmal ein Output, einmal ein Input. Hier macht ihr es HDMI rein. Hier könnt ihr es dann wieder rauslassen. Ganz easy hier USB-Anschluss, damit der PC das erkennt. Und hier einfach Mikro und Kopfhörer noch. Ganz easy. So, sonst, ich weiß gar nicht, was für Kabel dabei sind. Okay. Einmal das USB-Kabel zum PC ist dabei. Und einmal die Karabiner, keine Ahnung warum. Weiß nicht wofür, aber ist auch noch dabei. Ah, die kann man dann hier aufhängen. Hier. So, das war's jetzt erstmal im Opening. Und wir sehen uns gleich, wenn ich das Ganze mal benutze mit der Konsole. So. Ich zeige euch jetzt ganz kurz, wie das auf dem PC geht. Das Einstellen von der Game Capture. Also ihr habt das jetzt halt alles eingesteckt. Das Konsolen-HDMI-Kabel steckt ihr in den Input und das Output in euren Fernseher dann wieder. Und die Game Capture-Card halt mit dem USB-Kabel an einen USB 3.0 im PC. Das erkennt ihr daran, dass da halt so ein blauer Strich im USB-Port ist. So, ihr macht hier halt eine neue Szene. Ich habe hier jetzt schon eine erstellt mit Video. Hier ist nur das Mikrofon, damit ihr mich jetzt schon hört. Und einmal kurz meine Bildschirmaufnahme, damit ihr auch seht, was ich mache. So, ihr geht dann theoretisch hier einfach auf eine Videoaufnahmegerät hinzufügen. Ich zeige euch jetzt einfach meins und mache meins hier mal dazu. Und zeige euch, dass das auch eingestellt wird. So, wir machen mal schnell den Screen hier drüber. Wir klicken jetzt hier auf die Mirabox. Ihr seht jetzt hier erstmal, bei euch ist jetzt hier noch nichts. Ihr geht dann jetzt hier auf Gerät und wählt eure Mirabox Video Game Capture aus. Die funktioniert auch schon. Seht ihr auch schon hier. Und dann könnt ihr auch schon auswählen. Hier wird bei euch Garalto Standard stehen. Ich gehe hier auf Benutzer definiert. Stell die höchste Auflösung ein und die höchstmögliche FPS. Videoformat lasst ihr beliebig. Farbraum und so könnt ihr auch lassen. Hier würde ich euch auch empfehlen, hier nur Audio aufnehmen, aber wenn ihr am rumprobieren seid, könnt ihr hier auf Wave Out und dann ist es, dann hört ihr das halt nochmal auf euren Lautsprechern, die ihr am PC angeschlossen habt. So, dann geht ihr hier auf benutzerdefiniertes Audiogerät wählen und dann geht ihr hier auf Audiogerät Mikrofon Mira Capture. Und dann geht ihr auf OK. So, dann kann ich jetzt schon hier das mal entfernen, weil das war ja nur zum Zeigen. Im Prinzip, das war's jetzt schon. Und ich würde sagen, wir sehen uns hier auf der Konsole gleich wieder, wenn ich euch mal zeige, dass es auch im Prinzip im Spiel geht und so.
Also geht eigentlich ziemlich fit alles. Und ihr hört jetzt schon, das ist eigentlich kein Problem hier. Also, ja. Ist machbar auf jeden Fall. Das kriegt eigentlich auch jemand hin, der keine Ahnung davon hat. Ich werde den Link auf jeden Fall in der Beschreibung reinpacken. Auf jeden Fall in die Beschreibung reinpacken und freut mich, dass ihr das Video angeschaut habt. Lasst ein Like und ein Abo da. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. So Leute, wir gehen jetzt hier einmal ganz kurz in. Ich würde sagen, wir gehen mal in Rainbow Six Siege rein. Ihr seht es jetzt komplett gleich wie ich. Ich habe halt meine Monitoreinstellung noch mal ein bisschen anders. Also mein anderer von der Konsole ist halt ein bisschen heller. Aber generell an sich seht ihr das Spiel schon im Originalen jetzt. Das Ding ist halt, bei der Elgato ist halt das gleiche wie jetzt bei dieser Mirabox, dass man. Ah, ich würde so sagen, der Elgato hat eine minimale Verzögerung, aber ich weiß nicht, wie die neueren sind, ich hatte nur die alte. Und zwar ist es so, dass bei der Mirabox hier wirklich auf dem eigenen Bildschirm keine Verzögerung hast. Im OBS selber ist es eine Millise ja, man merkt eine Millisekunde Unterschied. Theoretisch könnte man auch nur am PC über die Mirabox zocken. Jedoch würde ich das nicht empfehlen, weil man merkt eine minimale Verzögerung schon. Aber auf der Game-Konsole an sich, auf dem Screen von der normalen Konsole, wo ihr auch die Konsole normalerweise angeschlossen habt, da ist das Ganze so, dass ihr komplett ohne eine Verzögerung zocken könnt. Und ja. Ich werde jetzt eine Runde Terroristenjagd schnell spielen, damit ihr seht, ist alles ruckelfrei im Prinzip. Ich sag mal so, es kann eigentlich nicht ruckeln. Es sei denn, ihr habt einen schlechten PC, der das nicht packt, aber das könnt ihr ja in der Beschreibung dann nachschauen, ob euer PC damit kompatibel ist. So. Wir gehen jetzt einfach mal in eine Runde Terrorist Hunt. Ich habe keine Ahnung, welche Map ich drin habe. Ich hoffe, ich habe jetzt keine zu große drin. Aber dann seht ihr einfach mal kurz, wie das Performance ist, wie es letztendlich dann im Aufnahmeprogramm aussieht. Ich kann theoretisch hier noch im OBS selber auch noch meinen Filter drüber legen, dass es heller ist und alles. Oder ich mache es hier über die Spieleinstellungen. Also, das ist eigentlich kein Problem. Vielleicht haben einige von euch, die sich die Frage stellen, warum ich das Video jetzt nochmal hochlade. Und zwar, ich hatte ein defektes oder halb defektes HDMI-Kabel und das hat mir halt übelst nicht gefallen, dass dann am Ende so ein Glitch-Effekt war vom anderen Video. Und ja, das wollte ich jetzt einmal kurz loswerden. Und ja, ihr seht ja, läuft alles flüssig. Wie gesagt, ihr braucht dafür wenigstens einen PC. Tschüss. Der hat ein bisschen geschluckt. Einfach damit ihr so die Performance habt.
So. Ihr seht, komplett ruckelfrei. Ich kann euch ja mal zeigen, ich weiß nicht, ob ich hier gerade einen Filter drüber machen kann, aber es müsste hier auch noch ein Filter drüber machbar sein. Und zwar, keine Ahnung. Hier Farbkorrektur. Könnt ihr hier auch nochmal hier, ihr seht, ihr könnt euch zum Beispiel hier komplett Kontrast, ich zeige euch das mal im Hauptscreen, dann könnt ihr das, glaube ich, besser nachvollziehen, wie es dann aussieht, wenn ihr euch da einen Filter drüber legt. Also wie gesagt, ihr könnt hier auch noch die Helligkeit euch selber hier im OBS umstellen. Aber ich glaube, die Standardeinstellungen sind eigentlich schon ganz okay. Hier die Sättigung kann man auch hoch und runter stellen. Die Farbverschiebung kann man jetzt vielleicht mal ein lustiges Video machen, so keine Ahnung. Zack, 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 ihr wisst Bescheid. Und hier kann man auch noch die Deckkraft machen. Das ist halt nicht ganz komplett, weil ihr wisst, was ich meine. Könnt aber auch hier, keine Ahnung, eine andere Farbe reinmachen. Und die dann runter machen hier. Dann könnt ihr so eine leichte Farbe drüber legen, aber das ist komplett euch überlassen, was ihr damit macht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.